Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von GTA San Andreas. Ja, der zweite Part ist in Mache. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt werden wir wieder 30 Minuten irgendwas Lustiges machen. Hä? Ich habe das letzte Mal auch ein bisschen Scheiße mit den Bullen gemacht, deshalb habe ich die Waffe nicht mehr, weil ich gestorben bin. Ich wurde nicht verhaftet, aber ich bin leider gestorben. Und in diesem Part werden wir ein bisschen Rollen spielen. Ich werde einfach so machen, als würde ich ein bisschen etwas Lustiges machen. Also zuerst einmal, ich bin der Drago Basso und ich teste jetzt den Bug aus, der es immer noch gibt scheinbar. Auf jeden Fall tut es mir leid, aber ich finde gerade ein bisschen im Haus. Okay? Tschüss. So, das war mein Bug und das Let's Play ist jetzt vorüber. Dankeschön, dass ihr das Let's Play geschaut habt. Ich gehe jetzt wieder raus. Viel Spaß noch. Nein. Wir machen natürlich weiter. Aber das war ein Bug. Den habe ich gezeigt. Ich war der Coolste. Suchen wir noch ein paar Waffen. Ich bin ja der Drago. Nein, ich bin der CJ, der Carl Johnson. Und werde ein bisschen. Kann man hier nicht irgendwie. Nein, ich will nicht Musik. Nein. Ich wollte eigentlich Waffen einsetzen, aber scheinbar habe ich gar keine Waffe. Weil ich noch keine. Ich nehme den mal weg. Ja. Ich hab alle vier getötet, okay. Sehr gut. Jetzt habe ich's. Gib mir mal Waffe. Ja, jetzt kann ich es benutzen. Sehr gut, dann werden wir natürlich auch ein bisschen von denen abhauen. Sorry, meine Steuerung ist ein bisschen zu sensibel, aber das ist halt einfach so, weil es so ist. Weil manchmal ist es so. So, jetzt werden wir hier mal warten. Ich hoffe, die Bullen entdecken mich hier nicht. Und ja, danke, dass das erste Part so gut angekommen ist. Ich mache natürlich jetzt auch ab dem zweiten Part öfters Videos. Vielleicht jeden Tag, jeder zweite Tag oder so. Und wenn ihr wirklich das supportet, werde ich noch öfter bringen. Hä? Bei mir seid ihr in sicherer Hand. Dass ich je besser das Video ankommt, desto mehr werde ich auch machen. Weil es ist schon ein bisschen wichtig. So, jetzt gehen wir mal hier von vorne. Ich mache natürlich die Ampel noch kaputt. Und jetzt gehen wir hier nach oben, weil ich das kann. Wieso sind die? In GTA Online ist es viel anders, dass die ausweichen, oder? Okay, ich muss mich alles noch ein bisschen gewöhnen, aber. Da geht ja San Andreas hat viel mehr Charme als diese Statue. Die holt sich gerade eine runter, deshalb ist sie so voller Charme. Und der schaut natürlich sehr verwundert. Der sowieso. Ja, der sowieso. Also, ja, ich hole nur die Weste. Aber er schießt gerade hier irgendwo. Ich höre doch irgendwo jemand, der schießt. Drüben irgendwo. Komisch. Scheinbar habe ich. Ja, das Schießen. Stärke ist Schießen, okay. Pff. Auch recht, linke Maustaste, aber rechts mit Ziehen. Komisch. Das war so mal damals. Also ich hatte jetzt wirklich. Mindestens 3 Jahre nicht mehr gezockt. Und damals auch wirklich nur in einem Mod 2 Videos. Und eigentlich gut gezockt habe ich seit 7 Jahren nicht mehr. 8 Jahren sogar. Also könnt ihr vorstellen, wie. Ja. Ich halt einfach. Halt nicht mehr so fit bin im Spielen. Also. Ich kenne halt nicht mehr alle. Das auch? Ein Brustpanzer. Also in diesem Part werden wir einfach ein bisschen. Wenig machen. Hä? Tut mir leid für die, die gerne Missionen sehen wollen, aber die Missionen wurden schon 1000 Mal Let's Played. Da werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viele Zuschauer haben, aber ich werde sehr viel Rollenspiel machen und in Wände fahren. Ich mag Wände, gell, Wolfbaby, hä? Das Wolfsbaby mag Wände. Ja, wunderbar. Also,
Habt ihr es gesehen, wie ich auf die Seite... Ich habe ja gestoppt. Wurde so auf die Seite geglitscht. Boah, ich muss mich einfach gewöhnen an die sensible Steuerung. Also ihr könnt vorstellen, GTA Online hat für mich eine sensible Steuerung. Und dieses Spiel hat noch eine viel höhere sensible Steuerung. Das ist Wahnsinn. Jetzt muss ich nur das finden. Ah, das war hier, glaube ich. Ja, ja. Noch eine Waffe. Das ist nämlich die Pistole mit, ja, Schalldämpfer. Hä? Schalldämpfer war das Wort, das ich nicht verstanden habe. Nicht. Okay, ich mache ein Let's Fun. Ja, ich spiele GTA San Andreas. Ich werde das Let's Play umbenannten in Let's Fun. Ich stürze immer sehr stark. Für alle GTA-Liebhaber, wisst ihr noch, was hier drin war? Hier? Wisst ihr genau, was noch hier war? Ich sag dazu nur, The Green... Also versteht ihr, was hier dran war? Ich weiß es immer noch. Das war mein Lieblingsauto, das ist nämlich mega schnell. Wir werden es jetzt verwenden, weil wir müssen noch das Samurai-Schwert holen. Und da werde ich jetzt hinfahren mit diesem Auto. Sweeper! Sweeper-Auto! Oh! Ich bin ein Straßenputz, Maschinenkolonnen, Anführer. Ich bin einfach einer, der vieles Witziges machen kann. Und ich hole mir jetzt das Katana in 3, 2, 1, 0. Ist es? Ist es falsch? Ist es hiervon? Da ist es! Ah! Ich habe einen Katana und ich werde jetzt machen das, was ihr nicht wollt. Das wollt ihr gar nicht, aber ich mache es. Ich werde jetzt ein paar Ballas umbringen. Ballas. Ah nein, das sind die Grünen. Boah, ist die Steuerung sensibel. Noch nicht genug starke. Loot und Morde. Wir werden bluten. Ah, ich muss auch dann eben an die Steuerung gewöhnen und so weiter. Jetzt mache ich ja das auch, dass ich in der Mission nicht fehle. So, die Pistole ist unser. Ah ja, die Pistole können wir ja gar nicht mehr aufsammeln. Jetzt gehen wir in einen Glendale. Ah, das ist noch einer drin. Und da ist ein Bulle. Noch ein Bulle. Die kommen natürlich jetzt sofort, hä? Ja, toll. Glendale, die kenne ich noch sehr gut. Die gibt es, glaube ich, auch in GTA Online. Also, wer mich kennt, ich mache sehr viele GTA Online-Videos. Habe schon 200 Stunden gespielt, die PC-Version. Aber bin halt noch ein bisschen ein Noob. Es ist halt einfach so. Kann man nichts machen, ist aber so. Aber in GTA San Andreas bin ich dafür am meisten. Einfach die Steuerung ist mir noch ein bisschen zu sensibel. Tja. Ja, eigentlich wollte ich jetzt einen Stern holen. Aber der ist gar nicht hier. Und kommt der erst? Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten Versteckchen. Also ich kenne wirklich sehr wenige Verstecke noch, aber die besten Verstecke kenne ich eigentlich noch. Und am Bahnhof, da wo das Katana-Schwert war, wollte ich noch ein True-Crime-Schild zeigen. Aber ich glaube, das ist auch hier in der Nähe. Muss einfach hier nach oben schauen. Taxi! Taxis machte ich auch immer, Taxi-Mission. Irgendwo hier war das Schild, aber ich weiß gar nicht mehr, ob das Schild war. Hier unten. Irgendwo hier war das Schild auch. Oh, das war oben. Ich gehe mal hoch. Ja, also ihr seht, ich habe schon längere Zeit nicht mehr gespielt und habe sehr viel Spaß daran, es euch zu präsentieren. Ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß. Also das, die grünen, die blauen waren Los Vagos. Also die grünen, blauen, blaugrün. Irgendwelche. Schild war doch irgendwo hier. Da ist es, oder? Ja, da ist es.
Genau, ich wusste, dass es hier war. The True Grimme Street Cleaners und Street Wars. Das ist eine Anspielung an True Crime. Und das hat natürlich Rockstar nachgemacht und hat, ja, ein ähnliches Spiel gemacht. Und Rockstar war natürlich böse und hat dieses Schild veröffentlicht. Versteht ihr? Hier sind irgendwo Handgranaten, die möchte ich gerne auch irgendwo sammeln, aber ich weiß nicht, wo die sind genau. Aber irgendwo her sind die Handgranaten, ne? Da unten eventuell. Ja, und wenn es manchmal leckt, das kann schon sein, weil mein PC ist halt zu gut für San Andreas. Deshalb leckt es manchmal eventuell. Nachladeruckler, weil zum Beispiel die CPU zu stark sind oder so. Ich nur 8 Kerne habe und deshalb nur einen Kern verwendet. Aber irgendwo hier ist es. Also ich habe das jetzt ein bisschen schelmisch gesagt. Natürlich hat es immer Probleme, wenn man zu neue Hardware hat und ein zu altes Spiel. Das hat man einfach. Ist so, kann man nichts machen. Aber ich habe es einfach ein bisschen schelmisch gesagt. Weil ich bekomme immer wieder Aufrufe, das stimmt gar nicht. Du hast gar nicht, du hast eher zu schlechte Hardware. Dann sage ich immer, dass ich 20.000 GB Grafikkarte habe, also 4 Kerne. Dann halten sie den Maul. Dann halten sie einfach mal den Latz. Oder? Versteht ihr? Es ist nur dann beweisen, dass man es hat. Weil ich habe immerhin den Super PC gekauft damals. Das war im August. Nein, das war im April 2015. Den PC, den ich jetzt besitze, habe ich nur für GTA Online gekauft. Als Dankeschön für Rockstar, dass sie GTA Online auf dem PC veröffentlicht haben. Jetzt komme ich hier nicht hoch, aber ich muss hier hoch. Also müssen wir ein bisschen Gas geben. Ja, ich werde so schnell wie möglich da oben kommen. Seht ihr dieses fliegende Gras? Also, Rockstar hat leider mega viele Probleme reingepatcht. Das ist nun mal so. Kann man aber nichts machen. Rockstar hatte wenig Zeit. Ich gönne es. Aha. Schau mal. Der ist besoffen. Der ist ja mega besoffen. Mega besoffen. Was? Transmission Service. Okay. Ich glaube, hier ist auch irgendwas. Hier. Aber wo genau ist es? Ja, ich laufe mit dem Katana herum. Ich bin nicht sehr. Was ist hier? Ich will gerne einfach ein paar Sachen noch entdecken in diesem Part. Also falls sie schon nicht raus gejumpt sind, seid aus dem Part. Ah ja, das Kreuz, der Stern ist hier. Dann seid ihr wirklich tolle Leute. Wunderbare Leute, aber ich kann es ja nicht allen sehr toll machen. Ich bin ein junger Let's Player, beziehungsweise ein alter Let's Player, weil ich ja schon lange Let's Player, aber ich noch nicht so viel Erfahrung habe für alle. Und ihr müsst es einfach sagen, sagt Feedback, ich werde es besser machen im nächsten Part. Hä? Einfach Feedback sagen immer, das hilft den meisten Let's Player, solltet Let's Player nicht haten. Das ist nichts. Das macht Aua und Bobo. So, dieser Berg heißt North Star Rock. Das ist eine Anspielung auf Rockstar North. Das sind die Entwickler von San Andreas. Und die haben das einfach vertauscht. Die Silben vertauscht. Und das ist Ehrenberg. Da kann ich das sogar beweisen. Kann ich das weghaben? Übersicht. Set. Aha, nein. Legende, Leerkartensymbole. Ich möchte gerne das weg haben. RT. Ja, das ist mal cool. Aber wie kann ich die Kartenlegende ausmachen? Nein, nicht neues Spiel. Wie kann ich dieses Scheiß-Ding machen? Ich brauche keine Legende. Maustaste L. Ja, scrollen.
Legende L. Ah, jetzt, gut. Ich kann es beweisen. North Rock. Also heißt North Rock. Aber ich glaube, in einer Mission und so wird es sogar geschrieben, dass es Rock. North Star Rock ist. Haben wir endlich Nacht? Ich möchte gerne noch, bis der Part vorüber ist, Nacht haben für die Sternbilder, die süßen Sternbilder. Ja. Und ich kann sagen, ich kann ZAMP nicht installieren, leider auf der Steam-Version. Wer weiß, wie man ZAMP mit der Steam-Version installieren kann, mit der neuesten Version. Das muss mir das unbedingt sagen, bitte, gell? Auf jeden Fall haben wir hier immer brutale Gangster-Hütte. Wir haben immer so Razzia gemacht. Ich war eigentlich auf meinem ZAMP-Server, ich habe einen eigenen Rollenspiel-Server damals gehabt. Ich war dann immer der Bulle. Ich war immer der Agent, also der Geheimagent, wie der James Bond, oder? Und wir haben immer so gespielt, dass hier drinnen ein Blut, ein Massaker, das ist ja Blut am Boden gewesen, stattgefunden hat. Und da habe ich immer wieder sehr gut, das war damals richtig gut, deshalb hatte ich auch ungefähr 200 Abonnenten damals auf dem alten Kanal. Jetzt habe ich ja schon 511, also noch besser. Aber damals hatte ich nicht so viele Videos und nicht so tolle Videos machen können. Ich hatte damals echt schlechte Qualität. Ich hatte einfach meine ersten Videos an. Die waren, glaube ich, sogar Full HD. Aber trotzdem nicht so gute Qualität wegen Headset und so. Und deshalb ist es nun mal so gewesen, dass ich einfach nicht so viele Abonnenten hatte. Dafür ein sehr guter Let's Player war damals schon. Und ich war glücklich, die Zeit war richtig gut, aber seit 2010 bis 2011 oder 12 war nicht so gut. Jetzt haben wir fliegende Büsche. Hier haben wir ja diesen Rollstuhl. Das ist ein Mythos. Man sagt, dieser Rollstuhl sei aus einem Film. Und Rockstar hat den Rollstuhl einfach hier hingetan. Es gab im Mysterium, dass hier ein Loch Ness sei. Aber das stimmt gar nicht. Ich habe tagelang, stundenlang immer geforscht und habe nie eins gefunden. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das im Internet auch immer geschrieben wurde. Deshalb habe ich es gar nicht gewusst und habe es trotzdem immer wieder Videos darüber gemacht, weil ich schaue nie Games nach, ob irgendwelche Mysterien da sind. Ich bekomme es immer nur von Kollegen oder ich finde es selber heraus. Über. Ja, hier sind überall fliegende Büsche, die kennt ihr ja wahrscheinlich. Hier haben wir die coole Brücke, da bin ich schon Billiarden mal rübergejumpt. Dann nehme ich halt das Auto. Nein, ich nehme den Lastwagen. Ich nehme den Lastwagen und jumpe über die Brücke. Wunderbar. Ja, ihr könnt ja verstehen, ja, zum Beispiel GTA San Andreas hat nicht mehr so eine gute Grafik wie GTA Online. Aber ihr könnt vorstellen, wie beliebt das Spiel war, hä? Also, es war damals fast besser als GTA Online. Aber alle Spiele altern halt, da kann ich nichts dafür, da kann nur der Rockstar etwas dafür, dass sie kein Grafik-Update machen, aber Pech. Ist mir egal eigentlich. Und jetzt mache ich den Mega-Jump meines Lebens. Liebe Leute, bitte schaut genau auf meinen Popo, weil er in die Luft gehoben wird. Wow! Respekt. CJ, du bist ein Stuntman erster Güte. Ja, ich bin der CJ und habe einfach mal gestunt und jetzt ist, ja, der Lastwagen auf der Seite, aber ich habe es geschafft, ihn wieder auf die richtige Seite zu bringen. Und CJ, ich mag das und kann das. Yes. Aber ich mache noch ein bisschen zu wenig Rollenspiel, ich muss mir ein bisschen mehr an das Rollenspiel wieder gewöhnen. Aber ich will ja jetzt eigentlich ein Part machen, wo ich wenig Rollenspiel mache, sondern euch einfach ein bisschen erkläre. Und jetzt habe ich ein weiteres Easter Egg, oder es ist nicht ein Easter Egg, aber ja, ich steige mal aus. Und gehe in den Van. Ich bin der Reporter und werde diesen Van beschlagnahmen. Roll out of here, now. Also ist gar keine Reporter drin, okay. Der New Swan. Hier ist es. Nein, es ist nicht hier. Es ist
Es ist gar nicht hier. Ist es in der anderen Stadt? Lol. Dann müssen wir noch in die andere Stadt gehen. Aber ihr könnt vorstellen. Danke. Aber ihr könnt vorstellen, dass Rockstar nicht immer so toll war beim Umsetzen von Lichtern. Dankeschön, ich bin zu lange auf dem Kopf gewesen. Damals explodierten Autos noch, als wir auf dem Kopf gelandet sind. Bei GTA Online geht das nicht mehr. Und GTA 5 natürlich. Dieser fette Baum wurde eigentlich gut in die Erde gesetzt, aber es gibt viele Bäume, die schlecht in die Erde gesetzt wurden. Und ja, jetzt haben wir Nacht, aber Nebel. Wunderbar. Ja, ein Moonbeam. Das ist ein Moonbeam. Ich kenne alle Autos noch übrigens. Die werde ich nie vergessen. Yay, Moonbeam, ich hatte recht. Und das ist ein Landstalker. Ach, kann es nicht ausspielen. Die Motorsäge! Hier ist die Motorsäge! Ja, Katana ist für den Arsch. Nimm das. Hyper-Massaker! Chainsaw-Massaker! Yes! Wunderbar! Wir werden alles zerflügen! Wir werden... Oh, bis er brennt! Wir werden Funken schlagen! Yes! Wunderbar, jetzt können wir wieder einsteigen. Und haben sogar ein bisschen Fett verloren. Sehr gut! Ja! Wir haben ja ein bisschen den Moonbeam aufgemotzt. Das macht den Drago glücklich. Der Drago, der ist glücklich. Glücklich, 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 Mensch. Und wir werden fast wieder verfolgt gewesen von den Bullen. Aber haben es geschafft. So, ihr könnt es vorstellen, was ich jetzt zeigen will. Für die, die das Spiel kennen, die wissen schon, was ich zeigen will. Aber es gibt Lichtbugs. Manchmal hat Rock so ein paar Lichter hingetan. Und hat sie vergessen rauszunehmen, als sie die Lichter nicht reinmachen wollen. Aber geht mal in dieses Haus. Ja. Ihr seht dieses Haus. Und hier haben wir keine Lichter. Nirgends. Es sind keine Lichter hier. Die Lampen gehen nicht. Die haben das einfach wahrscheinlich ausgewechselt. Aber hier ist Licht. Da müsste die Lichtquelle sein. Hier. Hier ist es am hellsten. Wo ist das Licht? Ja, da fragt sich der CJ etwas, hä? CJ, du hast keine Muskeln. Jetzt mach mal ein bisschen Muskeln. Also, Chainsaw Massacre. Jetzt gehen wir in den Laden hier. Was ist das? Ah, das ist der Laden. Okay. Pizza essen! Wunderbar. Ich hab kein Geld. Scheiße, ich hab kein Geld und ich hab gerübst. Na gut, dann holen wir Geld, hä? Und zwar, wer hat Geld? Die Frau. Nein, ich hab einen Bullen. Die hat auch kein Geld. Wie verdient man Geld? Diese Kisten kann man mit einem Kran hochheben. Aber das geht in einer Mission, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also wenn ihr Fragen über dieses Spiel habt, ich weiß die Frage, also ich kann die Frage beantworten. Aber leider... Boah, bist du ein Stuntflieger? Du wärst fast dort in die Kamine reingechattet. Ja, du, ich brauch dich. Ah Mann, ich wollte Fahrrad haben. So böse. Ja, I need the B. Was ist B? Ist das jemand? I need to be. Ja, der Primo, man. Hast du Geld? Hattest du Geld? Die hat auch kein Geld. Scheinbar gab es damals noch gar kein Geld von Leuten, hä? Ja, das ist wahr. Das ist sogar wahr. In diesen Scheunen hat das Licht. Woher kommt das Licht? Nirgends gibt es eine Lampe. Ab dort ist Licht. Hier oben ist blaues Licht. Aber nirgends ist die Lampe. Rockstar war zu faul, Lampen in dieses Spiel einzusetzen, die halt
Zu aufwendig sind es aber und sie einfach gar keine Lampen her. Stationiert. Mysterium, Roxa ist einfach mysteriös. Und voll ins Ding, ja. Komm leider nicht rauf, ich war zu schnell. Nun gut, dann Heuballen kaputt machen. Yay, das ging ihm damals schon. Also Roxa hat ja mega Talent manchmal bei den kaputten Gegenständen. Und so weiter. Ist nun mal so, wenn wir nichts machen. Ja, wenn ein paar fertig ist, gehe ich noch zurück ins DJs Haus und werde speichern natürlich. Ich werde das schon speichern. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne dann im nächsten Part auch wieder dabei sein. Also ich will ja eigentlich nicht euch zwingen, aber es ist wirklich ein Top-Projekt und der erste Part wurde richtig gut ja, geholfen. Ich hoffe, ihr macht so weiter. Ich fände es richtig cool und ich bedanke mich natürlich herzlichen Dank fürs Part schauen. Ja, haben wir hier nicht irgendwo noch eine Waffe? Wer das weiß, bitte in die Kommentare schreiben, wo die Waffe ist hier. Aber entweder eine Säge, also Motorsäge, oder irgendwas anderes. Aber irgendwas hier ist doch hier versteckt. Also gut, die Grafik ist jetzt momentan wegen dem Regen nicht so schön. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Morgen kommt er oder übermorgen. Ja, morgen noch wahrscheinlich. Dankeschön und tschüss, liebe Leute. Tschüss.